Hallo Freunde, weiter geht's. Betreten wir mal wieder erneut, wie soll es auch anders sein, die Villa. Sind unsere Pokémon eigentlich geheilt? Muss man schnell schauen. Ja, gut, sind eigentlich schon geheilt. Epic Queen sollten wir vielleicht ein bisschen trainieren. Chuck Norris auch mal ein bisschen. Ich glaube, ich setze mal Chuck Norris an erste Stelle. Und gebe ihm gleich das Glücksei. Dam-da-dam. So, mal schauen, da oben ist das Glücksei, wir haben noch einen Krummlöffel, das kann man einen Simsala geben. Das erhöht dann seinen Spezialangriff, glaube ich. Oder seine Spezialverteidigung, weiß ich nicht genau. Da bist du ja! Mir ist so furchtbar langweilig. Sieht bei mir bestimmt auch an, oder? Ich trete gern wieder gegen dich an. Natürlich. Wir werden so lange gegen dich kämpfen, bis wir deine ganze Kohle abgenommen haben durch die Siege gegen dich. Ja, hier ist wieder sein Bammelin, kennen wir ja aus dem letzten Part oder vorletzten Part oder vorverletzten Part oder vorletzten Part. Stärke. Das wird ein One-Hit-Kill, glaube ich, ja. Und Level 66, oder? Natürlich. Sehr schön. Wir können hier auch sehr gut leveln. Wie oft habe ich das schon gesagt eigentlich? Naja, egal. Ah, oh, ist das ärgerlich. Wie konnte das nur geschehen? Na Trainer, wie geht's? Nimm dich in Acht, denn heute werde ich nicht verlieren. Doch, das wirst du. Das wäre auch ein bisschen... Das wäre auch cool, wenn die Pokémon immer stärker werden von denen. Wäre eigentlich ganz... Ja, cool. Dann wäre auch ein bisschen herausfordernder und würde auch mehr Erfahrungspunkte geben und ein besseres Training hier darbieten. Ja, vielleicht hätte ich Chuck Norris ein Münzamulett geben sollen, dann hätten wir noch mehr Kohle bekommen. Dann wären wir ja Millionär. Dann wären wir irgendwann mal Milliardär, obwohl man hier nicht so bis zur Milliarde bekommen kann an Geld. Das höchste Geld, was man hier bekommen kann, ist 9.999.999. Schlapor. Nahkampf. Bam. Wird wieder ein One-Hit-Kill. Chuck Norris fegt alles weg. So, was kommt jetzt? Nichts mehr, okay. 12.200 Pokédollar, einfach so. Jetzt kommt die alte Dame. Glaubst du tatsächlich, dass du gegen mich gewinnen kannst? Ja. Ich habe jetzt bewusst die Stimme nicht so verändert, weil meine Stimme gerade ein bisschen verrotzt ist, sage ich einmal. Weil ich wieder ein bisschen erkältet bin, irgendwie, keine Ahnung. So, Bronze. Level 62, komm, Nahkampf und weg damit. Ja, ist nicht sehr, ist nur normal effektiv, weil es ja noch vom Typ Psycho ist. Und tschüss. So. Kangama. Machen wir es einfach schnell, Nahkampf. Warte, bitte, bam. Nahkampf hat ja noch 4 AP jetzt. Wir haben ja ein AP Plus dafür verschwendet. Und tschüss, Kangama. So, was kommt jetzt? Golgantes. Da können wir Chuck Norris nicht einsetzen. Da hole ich Zappy Queen raus, habe ich ja gestern gesagt. Gesagt, getan. Hallöchen, Golgantes. Hab mir schon überlegt, ob ich ins Team rein tue in irgendeinem in irgendeiner Edition. Habe ich allerdings noch nicht in meiner Weißen als Team oder als Pokémon, sagen wir es so. Hammerarm! Eine Kampfattacke kennen wir ja noch von Karadonis. Und tschüss! So, Golgantes hätten wir eingestampft. Was kommt jetzt? Also das war schon. Okay, dann kommt der Trainer jetzt, der wo gestern neu erschienen ist, dieser alte Mann da. Es drückt mich schon in den Fingern. Wärst du so freundlich, dich mir auch heute im Kampf zu stellen? Ja. So, ich weiß nicht, was er für Pokémon hat. Hot Rod, das Pokémon mit der hohen Verteidigung.
Da müssen wir Wasserattacken einsetzen. Meine andere Schwäche fällt mir gerade nicht ein. Feuer ist keine Schwäche, nee. Also momentan fällt mir nur Wasser als Schwäche ein. So, mit was greift er jetzt an? Kraft tauscht Angriff mit Verteidigung. Das heißt, Potter hat jetzt einen extrem hohen Angriff, allerdings eine sehr schwache Verteidigung. Das heißt, man kann es leicht killen mit einfach einer physischen Attacke sogar. Aber ich greife trotzdem mit einer Spezialattacke an. Was? Okay, keine Ahnung, warum es überlebt hat. What the? Volltreffer. Ja gut, er hat ja auch einen erhöhten Angriffswert jetzt. Ja. Ich hätte doch mit Dingern, ja. Er hat ja immer noch seinen hohen Spezialverteidigungswert, deswegen hat er die Attacke überlebt. Da habe ich gerade nicht nachgedacht, naja. Und unser Saiyajin ist halt deswegen draufgegangen. Gut, aber sein normaler Angriff, Verteidigungswert ist jetzt auf sehr niedrig. Allerdings ist sein Spezialverteidigungswert immer noch so hoch wie vorher. Aber trotzdem greife ich weiter mit Spezialattacke an. Und tschüss. So, hat mir dieses Potrot einfach überrascht und mein Saiyajin getötet. Unglaublich. Level 67 für Chuck Norris. Was kommt jetzt? Rabigator. Holen wir der Chuck Norris wieder raus. Bald ist Alduine das Pokémon mit dem niedrigsten Level. Was für ein Zufall. So. Denn genau, Alduine ist das Pokémon, was wir zuerst auf Level 77 hatten. Und tschüss. Kampf gegen Unlicht, sehr effektiv und tschüss. So, was kommt jetzt? Quaxo. Da habe ich ja gestern noch erzählt, dass es die andere Stufe von Verputzi ist. So. Okay, Locklinge. Kurzen Prozess. Zack, zack, zack. Ah, schon wieder knapp überlebt. Unglaublich. Ich glaube langsam nicht, dass sie jede Attacke knapp überleben tun. Gut, einrollen. Erhöht den Angriff, die Verteidigung und die Genauigkeit. Sehr effektiv die Sprungfeder, weil Sprungfeder ist eine Flugattacke. Leider. Oh. Boah. Hätten wir jetzt kein Einrollen verwendet, wäre Seth die Queen tot. So, tschüss. Tschüss, Quaxo. Okay, was kommt jetzt? Schlupleck. Da hilft wieder nur eine Kampfattacke von Chuck Norris. So, hier ist die Weiterentwicklung von Schlup. Nahkampf. One-Hit Kill, das kann ich euch ganz sicher sagen. Und tschüss. So, und wir jede Menge Erfahrungspunkte für Chuck Norris und der ist down. So, jetzt kommt der neue. Nanu, was geht denn? Ist denn hier los? Hier geht es ja drunter und drüber. Du willst also ein starker Trainer sein? Na, dann versuch da mal mich zu besiegen. Oh, das ist wohl die Mutter von dem. Deine Mutter kämpft gerade gegen mich. Jetzt. Hier, Trish, oh Gott, 5 Pokémon. Snibuna. Boah, die Level sind ja. Boah. Okay, die hat echt was auf den Kerbholz. Aber trotz allem ist die größte Schwäche von Snibuna immer noch Kampf, weil Kampf ist vierfach so stark. Denn Snibuna ist von Typ Eis und Licht und ist sehr effektiv, sogar sehr, sehr effektiv. Also vierfache Stärke eben und tschüss. Und Level 68 für Chuck Norris inzwischen schon. Wie? Welches Level hat es anfangs des Parts schon? 65? Keine Ahnung. Zedra King, oioioi, die hat ganz schön harte Pokémon. Das ist ein Drachenwasser-Pokémon. Das ist die einzige Schwäche, was mir einfällt. Gerade so auf die Schnelle ein Drachentyp selber. Ist sehr stark, das Pokémon ist die Weiterentwicklung von Quatsch. Wie heißt das? Seemon, genau. Hoffentlich trifft Drachenstoß.
Alduin muss endlich mal Wutanfall lernen. Wann lernt Alduin denn Wutanfall? Boah, überlebt. Er erhöht seine Initiative und seinen Angriff mit Drachentanz. Daraus kann man sehr heftige Taktiken machen mit dieser Attacke. Aber egal. Ach, Drachenpuls. Wird es überleben? Ja, ich glaube schon. Ja. Body Slam! Okay. Also, und jetzt auch Hornweisel. Oh mein Gott. Ist so ein Typ Käferflug, glaube ich. Da hilft eine Feuerattacke von Adventi. So. Erzwinge, ja, Erzwinge bewirkt, dass jede Attacke von uns 2 AP kostet. Hitzekala! So, machen wir diese Biene Feuer unterm Hintern. Und tschüss. Alright, was kommt jetzt? Stallobor. Da holen wir wieder Chuck raus. Wie viel AP hatten A-Kampf noch? Ich schätze mal 2. 2 oder 1 AP. Okay, was? 0? Oh fuck. Naja, gut, habe ich mich böse verschätzt. Aber egal. Chuck Norris, oder? Soll ich Chuck Norris kämpfen? Ich meine, Chuck Norris ist ja mit normalen Attacken aufgeschmissen. Ich glaube, ich wechsle sicherheitshalber wieder zu Adventi mit einer Feuerattacke. Auch wenn Adventi durch Erdbeben angegriffen werden kann. Das habe ich gerade übersehen. Es kommt wahrscheinlich Erdbeben. Schwerttanz erhöht seinen Angriff. Und das stark. Hitzekolle, und zwar schnell, bevor er mit Schlagbohrer angreifen kann. Fuck. Kill, das wird ein Killen, ja. Oh mein Gott. Zappy Queen. So, und jetzt Lockklinge. Ja, nur normal stark. Ist ja vom Typ Stahl noch und ich hab gleich das Ausschlagbohrer schon wieder. Eieiei, mein Stahlbohrer auf meiner schwarzen Karte kein Schlagbohrer, sondern Geofissur. fuck, Alduine. Stahlbohrer hat sehr viel KP und ist, glaube ich, auf Angriff spezialisiert. Ja, fliegen, komm. Sauer. Jetzt kommt Schwerttanz, oder? Nee. Komm schon, das musst du jetzt schaffen, Alduin. Kill ihn jetzt mit dieser Attacke. Ich glaube an dich. Oh nein, er wird jetzt ein Angriff. Das ist sehr schlecht. Eieiei. Langsam wird es richtig schwierig. Knirscher. Komm, da ist Depp drauf. Da ist alles drauf. Und da ist noch eine Volltrefferquote drauf. Also, sehr schön. Ey, Quatsch, Volltrefferquote meine ich natürlich nicht. Eine Zurückstreckquote, das meine ich. So, was kommt jetzt? Furnifras. Da brauchen wir eine Wasserattacke. Das Problem, wir haben keine Wasserattacke. Und wir haben nur noch 3 Pokémon. Ich hole Streifi raus. So, das Pokémon, das wir in der Siegestraße gesehen haben. Da kommt wieder Hitzekolle. Ah, verdammt. Warum setze ich Hitzekolle ein? Ja. Das war jetzt blöd von mir, ich weiß. Er hortet sich mit seiner Verteidigung und seiner Spezialverteidigung. Aber wenn er einen Fessler oder Verzehrer einsetzt, ist seine Verteidigung wieder weg. Ich greife jetzt mal physisch an mit Stromstoß. Ah, so wenig, oh mein Gott. Ja gut, der hat auch seine Verteidigung erhöht mit Porter. Und dann setzt er Verzehrer ein und dann haben wir dasselbe Spielchen damit von vorne. Na gut, ich greife mal an mit Fuchtler. Auch wenn es nicht so viel bringt, oder? Oh, Volltreffer, sehr schön. Und tschüss. Und die hätten wir. Und trotzdem bin ich ein Experte auf dem Gebiet der Pokémon. Ich würde dich gern wieder einmal als Gegner hier begrüßen. Und das morgen. 2 Plätze sind hier noch frei.
So, jetzt haben wir schon die Hälfte des Parts verschwendet. Oder sagen wir 15 Minuten. Aber wir haben unsere Pokémon gelevelt und das ist doch auch ein Plus. So, ich heile da mal schnell meine Pokémon. Hallo Trainer, ja. Komm, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich glaube, das wird ein längerer Part als der gestrige, weil ich habe da noch was vor, was wir gestern eidlos übersehen haben. Und zwar möchte ich noch das Ramot fangen, was uns gestern besiegt hat. Diese Schande hat sich tief in mein Herzen gefangen und muss ausgemetzt werden. Okay, Jack, was hat jetzt ein richtig gutes Level wieder. Ich gebe ihn mal jetzt... ich gebe das Glückseil jetzt einmal Saiyajin, genau. Dann tauschen wir mit Chuck Norris. Aber suchen wir zuerst die sieben Weißen noch alle. Und zwar ist da noch einer in der Elektrolythöhle. Dann müssen wir nach... Ich fliege mal rückwärts nach Panero City und dann gehen wir vom Ausgang an in die Höhle rein. So, haben wir noch Schutz aktiv? Ich glaube schon, ne? Ah, es schneit wieder, es ist ja Winter, genau. Nein, nicht das, sondern, wo ist Topschutz? Ach Gott, ich muss da wieder runterzoomen, Moment. Topschutz, hier, finde ich gut, dass hier immer alles alphabetisch sortiert ist. Okay. Hier habe ich gerade ein Pokémon gehört, habt ihr es auch gehört? Oh Gott, wo geht's denn jetzt lang? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so oft in der Elektrolythöhle. Ich bin öfters in der Siegestraße und zwar zum Trainieren. Staubwolke, aber egal. Okay, hast Trainerin hier, okay. Hier vielleicht? Nee, wir sind jetzt wieder am Anfang, ne? Ja, ich glaube, wir sind wieder am Anfang. Ich laufe jetzt mal ein bisschen rum, vielleicht finden wir ja was. Hier führt es zu einer Sackgasse, das weiß ich genau. Okay, tja, hier ist noch eine Ast-Trainerin. Ist er vielleicht hier? Nein, hier ist er nicht. Ah, hier ist er, sehr schön. Bei unserer letzten Begegnung in Strato City hast du keine bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber hier in der Elektrolythöhle hat Meister Jesus dich ja schon ordentlich auf die Probe gestellt. Ich möchte mich daher noch einmal selbst vergewissern und überprüfen, was du wirklich zu bieten hast. Los, den Plasma, kommt raus! Ach, ihr schon wieder. Werte Aquilos, wenn ihr gestattet, übernehme ich das. Ach, wollt ihr zwar jetzt kämpfen oder was? Komm. Ihr Weicheier. Euch mache ich mit zwei Attacken Platz. So, hier seid ihr. Mach kurz einen Prozess mit diesem Kuckmader. Eisstrahl. Komm, heute gibt's gefrorenen Maden oder Made oder was weiß ich. Das ist. Staffette war das, ne? Ja. Er setzt es ein und dann wechselt er wieder. Ist doch das Klügste, was man machen kann. Und Irokex einsetzen. Naja. Taucher, ich tauch mal unter, ne? Und tschüss. Fassade. Na toll, die Attacke ist, bringt nur was, wenn Irokex paralysiert oder sowas ist. Was war das jetzt? Das war Fassade, ne? Ja. Ich hab daneben jetzt Kaskade. Fokusstoß. Quatsch, das ist ja wieder Power Punch. Aber die Attacke bringt nichts, wenn du attackiert wirst. Also, tschüss, die kann man mit Elegato kombinieren, hat sie meinen Relax auch in meiner Feuerroten Edition. Als Kombi drauf. Da habe ich immer anfangs Delegato eingesetzt, dann immer Power Punch und falls Relaxo durch Delegato noch wenig KP hatte, habe ich immer Erholung eingesetzt in Kombination mit Schnarre. Also mein Relaxo war echt ein Killer. So, aber jetzt sind wir hier in der schwarzen Edition, da haben wir hier keinen Relaxo leider. Und hier kommt jetzt wieder das Korkmade, das wir geschwächt haben. Vor gut einer Minute. Und noch eine Kaskade. Und tschüss, guck mal. Du hast also N besiegt. Du bist deinem Ruf absolut gerecht.
Ich hätte auch meinen Rechtschirm gegen dich einsetzen können. Boah, mit diesem Kind ist wahrhaftig nicht zu spaßen. Ist eigentlich bewusst, dass ich deinetwegen jetzt ein Ex-Mitglied von Team Plasma bin? Das ist nicht schön, ein Ex zu sein. Das sage ich dir. Sag du mir lieber, wie du gedenkst, das wieder gut zu machen. Ganz einfach, ich mach dich platt. Okay, das ist glaube ich eine weibliche, deswegen habe ich auch die Stimme so weiblich gemacht gerade. Ja. Und wie alle weiblichen hat auch sie ein Cleopatra, was mich sehr langweilt. Es kommt wahrscheinlich eine Mogelhieb-Attacke, jede Wette. Taucher, aber es kommt eh Mogelhieb, oder? Was? Kein Mogelhieb? Oh Gott. Nachthieb kommt, naja. Mogelhieb wäre cooler gewesen, da schreckt mein Pokémon nämlich garantiert zurück und Mogelhieb trifft auch garantiert immer als erstes. Kann man allerdings nur anfangs des Kampfes einsetzen. Deponitox, jetzt schmeißt er schon mit dem Müllhaufen um sich, oh Gott, oh Gott. Dann holen wir Streif hier raus. Streif hat das niedrigste Level. Und mir fällt gerade auf, dass keins unserer Pokémon erbeben kann. Das hatte ich ja noch nie in einem LP. Und vielleicht war diese TM, was wir in der Siegestraße nicht einsammeln konnten, ja TM Erdbeben. Mehr gut möglich. Naja, aber Erdbeben ist ja auch nicht so heftig. Ja gut, Erdbeben ist schon heftig, gibt's zu. Aber, naja, wir kommen auch ohne Erdbeben klar. Wir brauchen kein Erdbeben. Neben meiner LPs habe ich ein Pokémon, das Erdbeben kann. Das gibt's doch nicht. Und dieses Mal haben wir halt kein Pokémon, das Erdbeben kann. Traditionsbruch. Aber man muss auch sagen, dass die fünfte Generation auch ein bisschen Traditionsbruch begann hat zu Pokémon. So, ja, gut, hier ist wieder Cleopatra. Jetzt kommt wahrscheinlich Mogelhieb, oder? Tiefschlag. Naja, okay. So heftig ist die Attacke auch nicht. Also ich finde Nachthieb besser als Tiefschlag. So, Taucher und Cleopatra müsste down sein, oder? Ja. Du hast den Ruf deines Trainers, der mit seinen Worten... Naja, egal. Du würdest reden, sorry, wie ein Ex-Mitglied von Team Plasma zu einem normalen Pokémon-Trainer geworden ist. Unsere eigenen Pokémon stützen sich für ihre Trainer tatsächlich genauso engagiert in den Kampf wie alle anderen. Diese Tatsache ist so offensichtlich, dass ich sie glatt übersehen habe. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich möchte mich hiermit erkenntlich zeigen. Steinpolitur erhöht die Initiative von Stein-Pokémon stark. Zum Eselsbrücke, oder? Oder ne, Zungenbrecher nennt man die. Erhöht die Initiative von Stein-Pokémon sehr stark. Oh Gott. Okay, zurück zum Text. Ich frage mich, ob Meister N mittlerweile begreift, dass die Pokémon für ihre Trainer tatsächlich ihre letzten Kräfte mobilisieren, selbst wenn sie verletzt sind. Hey yo, was geht, Alter? Okay, muss schauen. Nun, ich bin von der internationalen Polizei und ich möchte, dass du mir alles über den Posten erzählst, was du weißt, ja. Bitte, Moment, Stimmen, Anpassung. Bitte vergib den niederen Handlanger, die den Plasma den Rücken gekehrt haben. Und nun versuchen, sich aufrichtig die Pokémon zuzuwenden. Allerdings werden dem Pokémon nicht ehrlich begegnet. Geht meiner Meinung nach als Verräter. Vielen Dank, Alter. Abgesehen von Jesus beträgt die Anzahl der 7 Mitglieder und deswegen weiß ich nur noch, zwei. Ich würde so gerne wissen, was in deren Köpfen vorgeht, also was ihre Ziele waren. Wie dem auch sei, dann bist du nächstes Mal, ich verpiss mich. So, tschüss, du kommst jetzt mit. Ab ins Kitzchen mit dir. Oh, okay. Ich hab hier noch irgendwo... Ich weiß alle auswendig, alle 7 Weisen. Und zwar ist noch einer bei einer... Verdammt, wo gehe ich jetzt hier lang? Na, verlassen wir zuerst die Route, dann quatsche ich euch, wo der nächste ist. Fahrrad. So, Schutz wirklich mehr, toll. Wir können auch Schaufel einsetzen, aber ich habe jetzt keine Lust, da extra wieder eine TM zu verlieren oder sowas. Oder eine Attacke zu verlieren und es dann wieder beizubringen, nur um diese Höhle zu verlassen. Da geht's schneller, wenn wir hier mit dem Fahrrad rausfahren und die Treppen hochfahren. Wie bei Grand Theft Auto. Kann man bei Grand Theft Auto Leitern hochfahren? Ich meine Treppen. Stufen? Ach, egal.
Okay, und zwar ist hier noch einer der sieben Weißen. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Hier auf Route 1. Route 18. Fail. Deswegen zurück nach Adventia, oder? Ne. Heißt die Adventia? Adventia ist sie, oder? Aventia, ja. Nicht Adventia, sondern Aventia. Weil ich so oft Adventi sage. Okay. Hier waren wir ja schon in der Route, wo das 7 weiß ist, haben wir ja unser Ignivor geholt. So, hier müssen wir surfen. Nicht wahr, Seilchen? Kennen wir ja. Da haben wir auch ein Item nicht holen können, weil wir nicht wussten, wo es hingeht. Ich werde mal schauen, ob wir es jetzt bekommen können. So, Fahrrad. Blub, blub, blub. Ein übler Fall von Déjà-vu hier gerade. Nein! Ich wollte gerade den Schutz einsetzen. Und dann taucht dieses Kuckmade hier auf. Und geht mir auf den Nerv. So, Flucht. Und jetzt setzen wir einen Schutz ein. Ein Top-Schutz natürlich. Okay. Hier, da, ab in das Tor, hier, da, ja. Das nicht funktioniert, weil die Technik irgendwie ausgefallen ist, K.A. So, surfen für diese paar Meter, die hätte man auch schwimmen können, naja. Nein, ich wollte gerade auf ein Fahrrad aufsteigen, aber hier ist das Fahrrad eher nur nutzlos, weil wir hier eh surfen, wie die Verrückten. Oh, ich bin verrückt. So, okay, hier ist. Nein. Achso, ich dachte, jetzt taucht hier gerade ein Pokémon auf, weil es hier plötzlich so mein Charakter. Weißt du, plötzlich mein Charakter stillbewegt hat. Oder Stillstand. Ne, ihr wisst schon. Alright. Wo geht's denn jetzt zu diesem versteckten Item, was wir da nicht einsammeln konnten? Dieses Item hier. Genau dieses Item da. Was hier da liegt. Moment, dieses Item hier, genau da. Wie kommen wir dorthin? Wir brauchen Kraxler. Nee, Spaß. Wir müssen da irgendwie runter. Da unten ist doch was. Die Frage ist, wie kommen wir da runter? Na egal, sammeln wir zuerst den sieben Weißen ein. Der ist hier. Es riecht nach Meer hier. Dieser Ort verströmt denselben Meeresgeruch wie das Land, in welchem meine Wiege stand. Jesus zog durch diese Länder, dieser Welt und häuft es auf seiner unablässigen Suche nach Gleichgesinnten allerlei Wissen an. Seit dem Moment, als ich ihm begegnet bin, kannte er meine Bedürfnisse ganz genau. Sich in andere Menschen hineinzuversetzen und ihre Gefühle und Bedürfnisse verstehen zu können, ist eine essentielle Fähigkeit, die man zwingend benötigt, wenn man vorhat, mit jemandem zusammenzuleben. Die Fähigkeit, die Gefühle der Pokémon zu verstehen, ist bei Innenmeister N besonders ausgeprägt. Andererseits ist dafür sein Vermögen, die Gefühle der Menschen zu begreifen. Ich sage immer Pokémon statt Menschen, lol. Er entwickelt doch auch. Das war ein Teil von Cheeses perfektem Plan. Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion in der Ausführung von Cheeses steckt. Das hier habe ich übrigens einmal von ihm erhalten, doch ich habe keinerlei Verwendung mehr dafür. Vielleicht kannst du es ja anderweitig verwenden. Doppelteam erhöht die den Fluchtwert des Pokémon. Das heißt, es kann schwerer getroffen werden. Wenn Meister N irgendwann doch nun die Fähigkeit entwickelt, die Gefühle der Menschen zu verstehen, so hoffe ich, dass wir uns dann noch einmal versammeln. Und ich würde mir sehr stark wünschen, dass er Cheeses dann konfrontieren würde. Hey, yo, hier bin ich wieder. Ich bin hier überall auf einen Meter schnell. Schnelle hinter dir. Also, ich bin von der internationalen Polizei, jo, und du erzählst mir jetzt alles, was du mit dem Plasma weißt, jo. Wenn es das ist, was du wünschst. Hab Dank, Alter. Abgesehen von Cheeses beträgt die Anzahl der sieben Mitglieder der sieben Weisen. Ich sag immer der sieben Mitglieder der sieben Weisen. Nur noch eins, ich würde zu gerne wissen, was in den Köpfen vorgehen wäre, aber. Komm. So, und jetzt sammle ich dieses Item da ein. Jetzt hier vielleicht lang? Kann man da runter jumpen? Nein.
Ihr Schutz funktioniert nicht mehr, Alter. Na gut, dann machen wir eben einen Topschutz aktiv. Wir haben eh nur noch 30. Die reichen völlig. Alright, wir müssen da irgendwie runter, aber hier geht's nicht runter. Genau dieses Problem hatten wir und hier kommen wir nicht vorbei. Und hier kommen wir auch nicht vorbei. Und zertrümmerer Felsen gibt's hier in dieser Edition nicht. Wie kommen wir wieder runter? Müssen wir da vorbei surfen? Hier ist auch ein verstecktes Item. Also ich habe keinen Peil, wie man da hinkommt. Ich habe eine Vermutung, dass man hier surfen muss irgendwie. Ganz fies versteckt. Hier vielleicht? Nein. Also ich schaue jetzt mal nur ganz schnell und wenn ich nicht drauf komme, dann lassen wir es einfach mal. Ja, dieser Ort kommt mir aber fremd vor irgendwie. Komm, nochmal Schutz aktiv. Nein, warum bin ich jetzt vom Fahrrad gestiegen? So. Geht's hier lang? Nein, da kommen wir her. Ist ja scheiße. Wie kommen wir da runter? Runterjumpen vielleicht? Nein. Hier vielleicht? Da vorbei? Nein, da geht es ein Felsen und den können wir nicht verschieben. Egal, lassen wir es einfach. Fliegen wir nach zur schwarzen Stadt. Denn dort ist noch einer der sieben Weisen. Nämlich der letzte. Also ich finde die Musik der schwarzen Stadt sehr cool. Und ich finde auch die schwarze Stadt besser als der weiße Weiß. Also der weiße Wald aus der weißen Edition. Bin ich hier richtig? Nein, ich bin hier völlig falsch. Wo fahre ich denn hin? Ich habe immer noch keinen Pi, wo die schreiende Ente ist. So richtig. Schutz wirkt nicht mehr. Toll. So. So, und zwar müssen wir jetzt einfach mal, um zum Schrein der Ernst zu gelangen, müssen wir hier Topschutz erstmal verwenden, ne? Damit hier nichts auftaucht. Und hier muss man surfen. Hier liegt noch ein Item und hier sind noch ein paar Trainer, die habe ich mit Absicht übersehen, weil ich diesen Punkt hier als Secret lassen wollte. Hier ist sonst nichts mehr. Na gut. Mit düsterem Umhang kann man übrigens Zwirklop zu Zwirfünz entwickeln, wenn man es mit dem düsteren Umhang tauscht. So, hier können wir Kaskade einsetzen. Wir haben ja Kaskade. Saiyajin kann Kaskade, genau. Und hier ist der letzte sieben Weisen. Sei mir gegrüßt, starker Trainer der Drachenstiege. Herrscht zwischen dir und Rishiram ein starkes, gegenseitiges Verständnis? Wahre Freundschaft kennt keine Grenzen. Wenn es auf dieser Welt jemanden gibt, mit dem du dich wirklich verstehst, können dich noch so viele Länder und Meere von ihm trennen. Im Herzen bleibt dir doch stets nah. Du verstehst dich mit deinem Pokémon, so wie er sich mit seinem versteht. Deswegen möchte ich dir dies hier geben. Rotzer erhöht den Angriff und die Verteidigung. Ist eine Kampfattacke. Könnten wir Karadonis beibringen, allerdings finde ich meine Attacken bereits schon perfekt. Die Legende von der Entstehung Einheits besagt, dass Pokémon und die Menschen hatten mit verschiedenen Kräften der Welt die Welt verändert. Was für eine simple und doch kraftvolle und inspirierende Aussage das ist. Wenn einem die Tatsache, dass man die Welt verändert, zum Held macht, dann kann wahrlich jedermann ein Held sein. Wenn jeder seinen Teil beiträgt und die Welt sich von ganz allem zum Guten ändern. Oh, hier bin ich wieder, also. Ich bin von der Polizei, yo. Ich nehm's da mal fest. Soll mir recht sein. Die Plasma konnte mich verändern. Aber nicht die ganze Welt. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft von euch kommen wird. Hab Dank, Alter. Also, Kevin, ich musste etwas mitteilen. An einem weit, weit entfernten Ort wurde eine Person, die aussah wie N, zusammen mit einem Drachen-Pokémon gesichtet. Ich habe vor, dieses Wahrheitsgehalt dieser Information höchstpersönlich zu überprüfen. Also dann,
auf das wir uns eines Tages wiedersehen. Und tschüss. So, und wie geht's weiter mit dieser Story? Was ist mit Jesus passiert? Das finden wir in dem nächsten Let's Play von mir, in der schwarzen Edition 2 raus, die irgendwann mal kommen wird, aber nicht sofort nach dem Release. Erstmal will ich selber durchspielen in meiner weißen Edition, also weiße Edition 2 möchte ich zuerst durchspielen und dann werde ich Let's Playen. Altes Birksteigen hat bei meinem Pokémon für Stammelwaden gesorgt. Aber jetzt möchte ich noch den Schrein der Ernte erkunden. Und Ramoth fangen. Hippopotas. Könnt ihr eigentlich auch im nächsten Part machen, weil jetzt haben wir ja alle 7 Weißen schon gefangen genommen. Dann machen wir halt im nächsten Part so kleinen Scheiß-Parts, ne? So Sachen, wo wir lauter Kleinigkeiten noch erledigen. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht dumm. Genau, dann machen wir es im nächsten Part. Ein kleinen Scheiß-Part. Da werden wir auch die ganzen Trainer machen, die Special-Trainer machen, genau. Dann machen wir das alles in einem Part, so kleinen Scheiß-Zeug. Und dann im übernächsten Part fordern wir die Top 4 heraus. Genau so machen wir das. Hier ist Voluminas, Entwicklung von Nastnet aus der dritten Generation Surfer. Ist vom Typ Stahl und Gestein. Und hat eine große Nase. Oh Gott, was? Oh na, sowas mag ich doch gar nicht. Sowas mag ich doch gar nicht. Ihr haust diese Erholungsattacke. Es sieht doch so aus wie Chopper irgendwie. Oder findet ihr nicht so mit diesem schwarzen Schatten-Dings da? Sieht aus wie Chopper irgendwie, ne? Aus One Piece. Egal, komm. Zertreten wir einfach mal diesen Felsbrocken oder was auch immer das sein soll. Okay, machen wir mit Chopper mal. Kleinholz. Und tschüss, Nahkampf. Oh Gott, nein. Robustheit. Da fällt mir eine fiese Taktik mit Voluminas ein. Und zwar Erholung in Kombi mit Robustheit und Schlafrede vielleicht noch. Denn Schlafrede lässt eine zufällige Attacke einsetzen. Und wenn es durch Schlafrede wieder Erholung wird, könnte man dadurch sehr perfekt surviven immer. Das wäre natürlich eine sehr fiese Taktik. Und vielleicht den Gegner noch zuvor vergiften und so. Ja, das wäre fies. So, Keifel ist die Entwicklung von Quickel aus der zweiten Generation. Ja, Nahkampf. Ich wollte schon Steinkante verwenden, aber Boden negiert wieder die Stärke von Steinkante ein bisschen. Wodurch die dann nur normal stark wäre. Okay, Keifel ist down. Mögen meine Tränen durch diese Niederlage, bla bla bla. Machen wir noch alle Trainer in dieser Route und dann beende ich den Part. Und dann betreten wir im nächsten Part den Schrein der Ernte und fangen Ramoth und machen die Trainer-Rematches und schauen noch nach in der Siegestraße und holen uns die Items. Lauter so Kleinigkeiten zum Schluss noch eben, kennen wir noch aus der Game-Edition. Alles im nächsten Part, hier liegt ein Item, oh cool. Das ist ein Hyperball, na toll. Wir haben schon over 9000 Hyperbälle. Egal, gut für Ramoth, aber ich glaube kaum, dass wir so viele noch für Ramoth brauchen. Nun gut, ich glaube, wir haben alle Trainer in dieser Route. Fahren wir noch schnell nach Ondula, um morgen wieder kämpfen zu können gegen die reichen Säcke in dieser Villa. Aber erstmal Pokémon heilen. Denn wir haben ja gesehen heute, wir wären fast gestorben, wir hatten nur noch 3 Pokémon. Obwohl wir anfangs voll geheilte Pokémon hatten. So, heil meine Pokémon. Und das zwar schnell. Dam, 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 dam. Okay. Dann stelle ich mich jetzt vor der Villa, dann kommen wir auf 40 Minuten exakt, ungefähr, ja, exakt würde ich nicht sagen, ungefähr 40 Minuten. So, welches Pokémon stelle ich dann an erste Stelle?
Welches Pokémon hat denn das niedrigste Level? Streifi. Ich setze mal Streifi an erste Stelle. Zack, zack, zack. So, oh, ich habe noch 7 Sekunden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein, okay. Wir sind jetzt über 40 Minuten. Der letzte Part hat ja eine Stunde gedauert. Okay, dann haben wir jetzt hier einen 40-Minuten-Part gehabt. Und dann machen wir im nächsten Part ein Part, wo wir lauter kleinen Scheiß machen, was wir noch nicht gemacht haben, also was wir übersehen haben. Wir sammeln noch ein paar Items ein, die in der Siegelstraße unter allen dem. Ich werde auch den Wiki nachschauen, falls ich da nicht weiterkomme. Und diese Items aus der Route, aus dieser Wasserroute werden wir uns auch holen. Und wir machen den Schrein der Ernte. Und lauter so Zeugs halt, ne? Nur noch ein paar, ja. Und wir fangen Ramot und machen die Trainer, Special Trainer halt noch. Gut, und das im nächsten Part. Seid dabei. Tschüss!